Eine neue Folge MT5, heute mit weiteren Informationen zum Turnier Schlacht in den Kriegslanden, das jetzt am 1. Mai beginnen wird und wofür man sich noch anmelden kann. Viel Spaß! Ja, heute mal mit einer etwas anderen Folge. Es wird wieder um Preise gehen, aber auch ein bisschen darum, wie unser Discord-Server funktioniert. Und zwar seht ihr hier schon die Seite über die Server-Emojis und da gibt es aktuell nur 6, zu jeder Fraktion 1 mit der 6er-Kreatur, hauptsächlich damit wir so kleine Abstimmungen machen können und ich zum Beispiel, welches Video wollt ihr als nächstes und dann könnt ihr die Fraktion auswählen oder der Mitch hat das auch genutzt für seine Liga, die er einführen möchte und welches Volk da in der ersten Liga ausschließlich gespielt werden können soll. Aber wie ihr hier oben vielleicht lesen könnt, haben wir 50 Plätze für solche Emojis und aktuell sind nur 6 vergeben. Und das heißt, da ist noch einiges frei und deswegen dachte ich, wäre das doch vielleicht ein ganz lustiger Preis für das Turnier noch. Und deswegen lobe ich jetzt aus, ein Vorschlag für ein Emoji für den, der im Turnier jetzt Schlacht in den Kriegslanden den ersten Platz belegt und ein Emoji-Vorschlag für denjenigen, der den letzten Platz belegt. Denn unser bisheriger, der oft unten war auch, der Wacky ist ja leider abgesprungen. Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, der ist in Urlaub. Und ich finde es immer so toll, wenn Leute zum Turnier kommen und da überhaupt nicht erfolgreich spielen und dann sich direkt als erstes wieder anmelden. Und so ist das bei mehreren jetzt, die immer eher unten waren, die einfach Spaß am Spielen haben und ich finde das total super. Und auch in den Tabletop-Szenen, wo ich unterwegs war, waren auch immer die Leute dabei und ich muss sagen, ich war immer so begeistert und das war halt, ne, die waren einfach da, um Spaß zu haben und dann ist man nachher noch schön was essen oder trinken gegangen und hat sich einfach schön noch unterhalten und ja, man hat einfach gemerkt, denen ist egal, ob die gewinnen oder verlieren. Die sind einfach da, um ja, für die Leute, für das Setting, das Spiel und genau, deswegen ein Vorschlag für ein Emoji für den ersten und ein für den letzten. Wir werden dann zusammen gucken, ob ich das umsetzen kann mit meinen Bildbearbeitungskenntnissen und dann haben wir demnächst auch noch lustige andere Emojis hoffentlich. Ich hoffe, der erste und der letzte sind dann auch kreativ hier auf unserem Kanal. Ihr könnt euch noch fürs Turnier anmelden, schreibt einfach in den entsprechenden Kanal. Wir haben jetzt, also ist wieder, wieder mehr als beim letzten Mal, das freut mich schon mal riesig, sind aktuell 11 Leute und 7 davon sind welche, die bei den ersten beiden Turnieren noch nicht mitgespielt haben. Manche haben ein bisschen mehr Erfahrung schon mit dem Spiel, einige aber auch sehr wenig. Das heißt, ihr müsst überhaupt keine Angst haben, selbst wenn ihr jetzt im ersten Spiel gegen einen spielt, der hier jeden Abend spielt oder so, ist er durch das Schweizer System so, dass ihr dann gegen jemanden gepaart werdet, der das erste Spiel auch verloren habt. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch ihr dann Spiele haben werdet, die ihr gewinnen könnt oder wo ihr meint, dass das so auf dem gleichen Niveau ist. Und auch das, ne, das ist ja das, was ich am Anfang meinte, ist manchmal ja auch gar nicht so wichtig. Aber einfach mal irgendwie ein bisschen zu quatschen darüber, ein bisschen zu sehen, ah, was spielen denn die anderen, wie kann ich das aufstellen. Ja, egal, ob man jetzt gewinnen möchte oder nicht, ist, glaube ich, eine bereichernde Erfahrung. Das heißt, noch Preise sind klar, ne? Im Video war ja schon, jeder Teilnehmer bekommt einen Beutel mit Fraktionssymbol, jetzt für Ersten und Letzten noch einen Emoji-Vorschlag und ich muss noch mal ein bisschen mit den Suncor Games und Leuten reden, aber gegebenenfalls gibt es da auch noch ein bisschen mehr. Bis dahin, meldet euch zum Turnier an, habt Spaß mit uns und wenn nicht, habt Spaß beim Zuschauen, das geht natürlich auch immer, oder habt einfach Spaß so beim Spielen. Bis dann!